Hallo, da bin ich wieder, einen schönen guten Morgen. Freue mich, dass ihr dabei seid. Wir werden heute mal ein bisschen was anderes machen. Vielleicht habt ihr es auch schon entdeckt. Ich habe ein Intervalltraining vorbereitet für heute. Wir machen am Anfang ein bisschen Erwärmung, mobilisieren, in Bewegung kommen und machen dann ein Intervalltraining. Und am Schluss natürlich, wie immer, Dehnung und Entspannung. Und dann fangen wir mal gleich an. Wir beginnen im hüftbreiten Stand. Du schiebst die Schulter, ziehst du nach vorne zusammen und wieder weit nach hinten auf. Fangen wir mit kleinen Bewegungen an. Darfst du die Arme bei jeder Bewegung ein Stück höher ziehen, bis in die Markrechte, Schulter weit öffnen. Beweg dich hauptsächlich hier oben in der Brustwirbelsäule, dann geh nochmal mit den Armen hoch. Und wieder nach unten. Die Schulter. Und dann geh über ins Schulterkreisen, zieh hoch zu den Ohren weiter. Schöne große Bewegung hoch zu den Ohren, weit nach hinten runter. Gut, lass weit hinten unten und marschieren am Platz. Dann nimmst die Arme an die Seite und beugen und strecken. Und dann mach's versetzt. Rechts, links, wechseln. Schüttel die Hände und nimm die Arme ab, Side by Side. Kreis nochmal Schulter abwechselnd rechts und links. Zieh den Ellbogen oben an der Stirn vorbei. Ellbogen ziehen. Und
Fließ wieder und marschier. Öffne, auf und zu. Beine öffnen, Beine schließen. Und dann bleib offen. Wir kommen tief und hoch. Dreh deine Zehenspitzen leicht nach außen und schieb deine Knie Richtung Zehenspitze. Und dann nimm die Arme zur Seite. Der Po geht tief, der Oberkörper bleibt aufrecht. Tief, Seite, zur Mitte zurück und wieder hoch zur anderen Seite. Wechsel ab, einmal rechts, einmal links. Seite noch einmal. Und dann komm wieder hoch. Schließ die Beine. Nimm das rechte Bein zur Seite. Aufgetippt. Mit der Zehe aufgetippt. Den anderen Arm ziehst du hoch. Stützt in der Hüfte an. Und jetzt hebt das Bein auf und ab. Zieh den Arm lang. Richtung Decke, machst du weiter. Und dann Halt. Zieh die Zehenspitze an, schieb die Ferse weit in den Boden. Und dann Feder nach oben nach. Und den Arm ziehst du lang in die entgegengesetzte Richtung. Blick geht nach vorne. Und dann halt an, setz ab. Roll nach unten. Und roll wieder hoch. Und wechsel die Seite. Ball auf und ab. Arm zieht in die Länge. Zieh den Arm ganz lang aus der Schulter raus und das Bein nach unten, aus in die Länge. Dann halt ab, zieh die Zehe und schieb die Ferse weg und nach oben kleine Federbewegungen. Roll tief und roll wieder hoch und Schulter zurückdrehen. Bein nach hinten, leuchtet das Bein wieder. Zurück, hinten aufstellen und dann heben und senken. Gerade nach hinten geht das Bein, Becken schaut. Ist gerade, schaut nach vorne, beide Becken unten. Gerade nach vorne gedreht, das Bein geht nur hinten hoch. Dann hältst du, ziehst wieder ran die Zehe. Schiebst die Ferse weit weg und du federst nochmal hinten nach. Bleib aufrecht im Oberkörper, zieh den Bauchnabel nach innen.
ab. Roll wieder tief, lass kurz locker. Knie beugen, wieder hochrollen. Zurückdrehen, anderes Bein. Becken gerade stellen, auf und ab. Wir nehmen die Arme dazu, du ziehst den Ellbogen zurück. Machen wir ein bisschen langsamer, intensiver. Hältst. Zieh die Zehe ran. Becken nochmal gerade stellen. Ferse. Auf und ab. Schulter tief. Langer Hals, Blick nach vorne. Bauchnabel nach innen. Schöne aufrechte Körperhaltung. Und dann stell ab. Roll tief. Und du darfst wieder hochrollen. Stehen wieder hüftbreit. Du hebst dein rechtes Bein, Knie heben, öffnen zur Seite, wieder nach vorne und abstellen, wechseln. Auch da bleibt das Becken wieder fest. Du öffnest nur so weit, wie es bei dir geht. Kann bei jedem unterschiedlich sein, kann auch bei den Beinen unterschiedlich sein. Machen wir jetzt rechts oder links besser. Ja, die Hüfte beweglich halten, ab und zu, öfter mal machen. Aufrecht. Machen jedes Bein noch einmal. Ein letztes Mal. Du hältst das Bein oben und kreist mit dem Fuß im Einbeinstand. Fuß kreisen. Lockern das Fußgelenk und dann die Beine die Richtung wechseln. Konzentriere dich nochmal auf deine Haltung, ziehe den Scheitel zur Decke, zieh den Bauchnabel nach innen und dann halt an, setz ab. Anderes Bein. Aufrecht stehen, Schulter fließt nach außen, Fuß kreisen. Scheitel zieht zur Decke, dein Hals ist lang. Und dann wechsel die Richtung. Zieh nochmal das rechte Knie hoch. Sauberer Start. Dann geh nach hinten in die Standwaage. Nimm die Hände vor die Brust und öffne zur Seite. Arme wieder beugen, Knie ranziehen und strecken. Weit nach hinten strecken, in die Länge. Arme weit öffnen, Hals bleibt lang, Schulterblätter ziehen zueinander. Noch zwei. Wechsel das Bein, Knie nach hinten strecken,
Arme seitwärts. Als Standbein kann gebeugt sein und dann zieh lang und öffne. In die Länge nach hinten strecken. Den Bauchnabel nach innen ziehen. Spannung im Rumpf. Und das Bein geht lang nach hinten. Noch zwei. Gut. Ein bisschen lockern. Dann wollen wir mit dem Intervalltraining beginnen. Ich mache dazu Musik an. Ich hoffe, ihr hört sie. Ansonsten könnt ihr daheim vielleicht einschalten. Ich selber mache ein bisschen langsamer. Im Tempo könnt ihr selber variieren. Ihr könnt auch mehr Gas geben. Dauert ungefähr eine Viertelstunde, dass ihr es euch einteilen könnt. Wir machen immer zwei Übungen im Wechsel. Fangen an mit Knie heben. Kurze Pause. Ausfallschritt vor und zurück. Dann wiederholen wir das Ganze. Kommt das andere Knie dran und andere Bein. Ich sage es immer mit an. Ja, kann es losgehen. Musik. Thank you.
tief halten und in der Bankstellung einmal zurückstrecken. Arme im Vorhalten. Komm tief. Nur halten. Yeah.
Knie weg vom Boden und drehen. Becken zum Boden. Im eigenen Tempo. Wir haben noch zwei Blöcke, also 8 Übungen. Über die Hälfte haben wir schon. Gut, zu lange wollen wir mal eine Pause machen. Es geht weiter mit Schiffchen in der Rückenlage, Scheren und Hocken. 10-mal Schere, 2-mal Hocken. Und dann haben wir Bike und Hund. Immer abwechselnd. Gut, es geht weiter. Im Schiffchen, Rücken.
Wir haben noch einen Rücken. Criss-cross ist wieder im Liegen und plank seitwärts. Ein Bein wechseln. Go! Zieh die Knie ran und mach den Rücken rund. Schaukel leicht rechts und links.
Seite an. Stell die Füße auf. Zieh dein rechtes Knie an, streck das Bein raus, zieh es zu dir her. Spür die Dehnung hinten im Oberschenkel. Versuch das Bein ganz zu strecken. Dann stell ab und wechsel das Bein. Wieder strecken und ranziehen. Schöne Feiertage, frohe Weihnachten.